das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor den nächsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern wird intensiv über das weitere Vorgehen diskutiert, insbesondere mit Blick auf die anstehenden Osterferien. Vizekanzler Scholz warnte vor einer starken Reisewelle. Sollten viele Menschen im großen Stil wegfahren, gefährde dies den Sommerurlaub von allen, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Die Küstenländer wollen morgen dafür werben, Urlaub in deutschen Ferienregionen unter Bedingungen möglich zu machen. Ein Lockdown bis etwa Mitte April wird dagegen immer wahrscheinlicher. Die Infektionslage aktuell. Das Robert-Koch-Institut hat 13.733 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden erfasst. Knapp 3.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 104. Vergangenen Sonntag lag sie noch bei 79. Viele Reisehungrige warten sehnlichst auf diesen Moment. Ein Urlaubsflieger startet am Vormittag von Hannover aus, zum ersten Mal nach Monaten Pause. Doch die Politik ist zwiegespalten, ob solcher Bilder unkontrolliert umherreisen ginge angesichts steigender Infektionszahlen gar nicht, meint Berlins regierender Bürgermeister im Bericht aus Berlin. Natürlich ist es so, wenn aus allen möglichen Ländern Menschen zusammenkommen in einem Urlaubsgebiet, dann kommt es zu Kontakten, wo wieder neue Infektionsketten entstehen und die werden dann wieder mit nach Hause gebracht. Und das geht so nicht. Was nach Meinung der norddeutschen Regierungschefs gehen könnte, sind solche Bilder. Touristen möglichst gut getestet und auf Abstand im Osterurlaub im eigenen Bundesland. In einem gemeinsamen Aufruf heißt es weiter, Aufenthalte in Ferienhäusern der eigenen Region solle man den Menschen doch zugestehen. Wir glauben schon, dass es wichtig ist, den Menschen hier im Land ein Angebot zu machen und nicht zuzuschauen, dass alle nach Mallorca fliegen. Das halten wir für sehr gefährlich. Für gefährlich hält Bayerns Ministerpräsident angesichts steigender Corona-Zahlen aber jegliche Öffnungsperspektiven in Deutschland. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht was ankündigen, was hoffnungsvoll klingt, was auch schön wirkt, aber uns dann von davonlaufenden Zahlen möglicherweise ohnehin wieder eingeholt wird. Deswegen bin ich das sehr zurückhaltend. Wir werden das ja gemeinsam diskutieren. Von der Ministerpräsidentenkonferenz, die morgen mit der Bundeskanzlerin berät, sind stattdessen Verschärfungen zu erwarten. In einer Beschlussvorlage vom Abend wird für Rückkehrer von Auslandsreisen eine generelle Testpflicht, möglicherweise sogar eine Quarantänepflicht erwogen. Die Reisebranche warnt, die Politik dürfe nicht übers Ziel hinausschießen. Das wäre eine Abkehr von dem bisherigen risikobasierten System. Es wäre unverhältnismäßig. Im Übrigen würde sich die Frage stellen, warum denn bei Reisen innerhalb von Deutschland keine Quarantäneverpflichtungen bestehen, wo die Inzidenzen deutlich höher sind. Doch bereits jetzt steigt in Deutschlands Kliniken wie hier in Potsdam wieder die Zahl schwer an Covid erkrankter Patienten. Die Aussichten, dass bei der morgigen Bund-Länder-Runde überhaupt Lockerungen beschlossen werden könnten, sind gering. Nach Aufhebung der Reisewarnung für die Balearen vor einer Woche hat nun auch die TUI ihre Flugverbindungen nach Mallorca wieder aufgenommen. Das Unternehmen bestätigte eine hohe Buchungsnachfrage. Urlaub auf Mallorca ist derzeit ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Die Bundesregierung rät jedoch weiterhin generell von touristischen Reisen ab. Sie sind wieder in Scharen da, deutsche Touristen auf Mallorca. Dutzende Flüge aus Deutschland kamen heute in Palma an. Die Reiseveranstalter haben ihr Angebot aufgestockt. Die Bundesregierung rät von unnötigen Reisen ins Ausland ab. Das beeindruckt diese Urlauber nur wenig. Es wurde viel von uns genommen aufgrund von Corona. Und ich finde, wir brauchen ein Stück Freiheit wieder zurück, einfach für unser Leben. Also ich bin jetzt schon ein Jahr konsequent im Homeoffice und auch zu Hause und halte mich an alles. Es wird, glaube ich, langsam mal Zeit, dass unsere Politik liefert, ne? Doch es wird kein normaler Mallorca-Urlaub. Im Freien gilt auf der Insel Maskenpflicht. Viele Geschäfte sind zu. Restaurants und Cafés müssen bereits um 17 Uhr schließen. Und am Abend gilt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Für die Hotels ist die Rückkehr der deutschen Urlauber eine gute Nachricht. Ihr Geschäft ist in der Pandemie völlig eingebrochen. Mehr als 60 Hotels haben nun geöffnet, Tendenz steigend. Dabei bleiben die deutschen Gäste meist unter sich. Briten etwa sind touristische Auslandsreisen über Ostern weiterhin verboten.
Die Inselpräsidentin betont, dass die Wirtschaftsleistung auf Mallorca um ein Viertel geschrumpft sei. Man brauche dringend die Touristen. Es ist möglich, nach Mallorca zu reisen, und zwar auf eine sichere Art und Weise. Es bleibt das beste Reiseziel. Wir warten mit offenen Armen. Aber auch Spanien diskutiert den Urlaub auf Mallorca heftig. Über Ostern dürfen Spanier auf dem Festland ihre Heimatregion nicht verlassen. Madrilenen können also nicht nach Mallorca reisen. Aber Deutsche, das wird von vielen als ungerecht empfunden. Die CSU zieht umfassende Konsequenzen aus der Maskenaffäre. Parteichef Söder kündigte heute einen Verhaltenskodex für alle Mandatsträger an und stellte einen 10-Punkte-Plan vor. Zuvor hatte der unter Korruptionsverdacht stehende Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Justizminister Sauter alle Parteiämter niedergelegt. Er will auch seine Fraktionsmitgliedschaft ruhen lassen. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Die Konfrontation scheut er nicht. Alfred Sauter am Nachmittag bei einer Online-Sitzung der CSU Schwaben. Dort wird er aufgefordert, sein Landtagsmandat niederzulegen. Genau das will er aber nicht. Der Politiker erklärt, er habe sich rechtlich nichts vorzuwerfen und er sei stets seinen Pflichten als Abgeordneter nachgekommen. Angeboten hat er stattdessen, seine Mitgliedschaft in der CSU-Fraktion ruhen zu lassen. Und er hat alle CSU-Parteiämter niedergelegt. Am Mittag präsentiert CSU-Chef Söder seinen 10-Punkte-Plan. Dieser soll verhindern, dass sich Verfehlungen wie bei der aktuellen Maskenaffäre wiederholen. Was sich ändern soll, bringt Söder auf einen einfachen Nenner. Wer politische Führungsfunktionen haben will, wer Verantwortung übernehmen will, der muss sich grundlegend entscheiden, wo der Schwerpunkt liegt. Beim Amt oder im wirtschaftlichen Interesse. Vorgesehen ist unter anderem, dass alle für die CSU antretenden Politiker eine Integritätserklärung unterschreiben müssen. Nebeneinkünfte bei Führungsaufgaben und bezahlte Interessenvertretung sollen verboten werden. Es kann nicht sein, dass ein Abgeordneter oder ein Parlamentarier quasi mit seinem Mandat im Auftrag des Mandats Kasse macht. Es soll also insgesamt schwerer werden, neben einem Mandat Geld hinzuzuverdienen. Offen lässt der Parteichef, ob Nebeneinkünfte schon ab dem ersten Euro offengelegt werden sollen. Eine Steilvorlage für die Opposition im Landtag. Wir Grüne sind da klar. Nebeneinkünfte müssen ab dem ersten Euro veröffentlicht werden. Ein gescheites Lobbyregister muss her. Und die CSU kann gerne unseren Vorschlägen zustimmen. Eine neue Corona-Welle, der beginnende Bundestagswahlkampf und Söder noch möglicher Kanzlerkandidat. Gründe genug also für die CSU, für die Flucht nach vorne. In Polen gilt wegen deutlich steigender Corona-Infektionen ein neuer Lockdown. Die meisten Geschäfte sowie Schulen, Kinos, Sportstätten und Hotels müssen für mindestens 3 Wochen schließen. Arbeitnehmer sollen möglichst von zu Hause aus arbeiten. Für die Einreise nach Deutschland gelten strenge Regeln. Mehrere Stunden stehen sie hier in der polnischen Grenzstadt Swobice für einen Schnelltest an, polnische Pendler. Sebastian Jakiewicz arbeitet bei einem deutschen Transportdienst. Ich muss jetzt den Test machen, weil ich heute Nachtschicht habe. Der Corona-Test kostet umgerechnet 25 Euro. Er muss privat bezahlt werden. Eine Bürgerinitiative fordert von Deutschland Unterstützung bei den Kosten für tausende Pendler, die von Polen über die Grenze zur Arbeit müssen. Auf der deutschen Seite wird bereits kontrolliert. Die Einreise ist nur mit negativem Testergebnis möglich. Grund sind die dramatisch gestiegenen Infektionszahlen in Polen. Allein heute gibt es mehr als 21.000 Neuinfektionen in einem Land, das weniger als die Hälfte der Einwohner Deutschlands hat. Gesundheitssystem am Limit. Es fehlt an Krankenhausbetten und Personal. Wir haben das dauernd, dass manchmal erst das dritte, vierte oder fünfte Krankenhaus den Patienten aufnehmen kann. Eben war noch was frei, 20 Minuten später schon nicht mehr. Eine hochansteckende britische Virusmutation macht inzwischen 60-80% aller Infektionen aus. Um einen medizinischen Kollaps zu verhindern, zog Polen die Notbremse. Museen, Schulen, Einkaufszentren und Fitnesscenter müssen schließen für die kommenden 3 Wochen. Einzig und allein mit unserer Verantwortung können wir die dritte Welle durchbrechen. Sind wir verantwortungslos, werden sich die schlimmsten Szenarien realisieren. Für Sebastian Jakiewicz kann die Reise nach Deutschland jetzt losgehen. Sein Testergebnis ist negativ.
Der Polizeieinsatz bei einer Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen gestern in Kassel sorgt für Diskussionen. Viele der rund 20.000 Demonstrierenden missachteten Corona-Auflagen. Der Polizei wird vorgeworfen, sie habe nicht versucht, die Regeln durchzusetzen und die nicht genehmigten Umzüge durch die Innenstadt nicht aufgehalten. Dagegen wurden Gegendemonstranten teils rabiat zurückgedrängt, wie Videoaufnahmen zeigen. Hessens Innenminister Beuth kündigte eine Überprüfung an. Pilotprojekt in der Berliner Philharmonie. Diese Corona-Tests wurden gestern Abend im Foyer des Hauses durchgeführt. Ein negatives Ergebnis war Voraussetzung, um im Saal ein Konzert der Berliner Philharmoniker zu hören, mit Abstand und Maske und als einer von 1000 Besuchern. Kirill Petrenko dirigierte die Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia von Tschaikowski und Rachmaninows zweite Sinfonie. Zum Abschluss des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Freiburg mit 2:0 gegen Augsburg gewonnen. Zuvor hatte Hertha BSC Leverkusen mit 3:0 bezwungen. Faust drauf bei Hertha-Trainer Paul Dardai und Sportdirektor Arne Friedrich. Das war eine richtig starke Leistung von Hertha BSC. Gleich in der vierten Minute das 1:0. Leverkusen in der Abwehr schlecht sortiert und Deofaisio Sefoik mit dem sehenswerten Schlenzer ins Eck. Hertha heute besonders stark nach Balleroberungen und Kontern. Das 2:0 durch Matheus Cunha. Sein erster Treffer nach zuvor 13 torlosen Spielen. Leverkusens Trainer Peter Bosch natürlich bedient. Seine Mannschaft durchgehend mit zu einfachen Ballverlusten und Hertha mit dem 3:0. Durch John Córdoba nach etwas mehr als einer halben Stunde. Dabei blieb es dann auch für das kriselnde Bayer und Bosch die bislang höchste Saisonniederlage. Blitzstart für Mainz 05. Schon nach 27 Sekunden traf Robert Glatzel für die in Rot spielenden Mainzer zur Gästeführung. Ausgangspunkt für das zweitschnellste Tor der Saison durch die Leihgabe von Cardiff City war ein Fehler des jungen Hoffenheimer Verteidigers Chris Richards. Die Kraichgauer liefen lange nur hinterher und belohnten sich in ihrer stärksten Phase kurz vor der Pause. Ilas Bibu traf sehenswert zum 1:1 Ausgleich in der 39. Minute. Nur zwei Minuten später die Antwort von Mainz. Dominik Kohr, Leihgabe von Eintracht Frankfurt mit der erneuten Führung und zugleich dem Halbzeitstand von 1:2. Auch nach Wiederbeginn blieben die Rheinhessen das bessere Team und vergaben weitere hochkarätige Chancen. Bei der Möglichkeit für den Schweden Robin Quaison in der 81. Minute rettete TSG-Keeper Oliver Baumann zum wiederholten Male. Mainz 05 jubelte über den zweiten Sieg in Folge und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort. Die Tabelle: München vor Leipzig, dann Wolfsburg. Es folgen Frankfurt und Dortmund. Auf Platz 6 Leverkusen vor Union Berlin. Freiburg ist 8. Auf Rang 10 München-Gladbach, danach Hoffenheim, Bremen, Augsburg und Hertha BSC. Mainz jetzt 15. Auf dem Relegationsplatz Köln vor Bielefeld und Schalke. Rang 3 für Franziska Preuß beim Biathlon-Massenstart im schwedischen Östersund. Im letzten Rennen dieser Saison schießt Preuß bei starkem Wind zwar insgesamt 6-mal daneben, doch die meisten anderen treffen noch seltener. Die letzte Siegerin der Saison heißt Ingrid Landmark-Tandrevold. Preuß rückt noch vor auf Platz 3 des Gesamtweltcups, den die Norwegerin Tiril Eckhoff für sich entscheidet. Schon zum dritten Mal in Folge gewinnt Johannes Tinje Spö den Gesamtweltcup. Mit Platz 3 im letzten Rennen sichert sich der Norweger knapp vor Landsmann Lagreid die große Kristallkugel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. März. Noch liegen wir an der Ostseite des Hochs bei der Biskaya, sodass insgesamt wolkenreiche und kühle Luft zu uns strömt. In der Nacht im Süden, hier und da etwas Regen oder Schnee, am Alpenrand schneit es kräftiger, mancherorts bildet sich Nebel. Morgen überwiegen die Wolken, örtlich ein wenig Regen, an den Alpen noch mäßiger Schneefall oder Schneeregen. Richtung Nordosten zeigt sich die Sonne und das mitunter sogar länger. In der Nacht plus 5 bis minus 5 Grad, am Tag 2 Grad im Alpenvorland, 10 Grad im Nordosten. Am Dienstag mehr Wolken als Sonne, im Osten und Südosten örtlich etwas Regen, an den Alpen und Küsten Lichtblicke. Am Mittwoch ist es sonnig oder nur leicht bewölkt, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Im Norden und Nordwesten werden die Wolken dichter, am Donnerstag wechselhaftes Wetter.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Reif für die Insel, warum der Urlaub auf Mallorca für gemischte Gefühle sorgt und Tripolis nach 10 Jahren Bürgerkrieg, wie eine Stadt in Trümmern sich neu erfindet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.